Leben mit Liebe und Verständnis begegnen. Oder allem, was auftaucht, mit Liebe und Verständnis begegnen. Das Erwachen zum Traum. Du bist verliebt in das, was ist. Und es gibt kein Du, das in das alles verliebt sein kann. Es ist nur eine Verliebtheit und ein Sehen, dass das, was ist, du bist. Und dass du der Urgrund von allem bist, das es ist. Und dass die Person, die drinnen auftaucht, es nie verstehen wird und auch nicht muss. Oder doch? Wer muss es verstehen? Wer könnte es überhaupt verstehen? Es lebt sich selbst, ohne jemals verstanden werden zu brauchen. Es begegnet sich selbst, indem es in sich selbst erkennt. Auch wenn da kein Es und kein Selbst da ist, das beschreibbar wäre, oder das, was ich beschreiben kann, das kann sich auch ständig verändern. Alles, was zum Traum, zum Leben aufwachen kann, kann wieder einschlafen. Also wird das auch nicht das Absolute sein. Und immerhin ist nur die absolute Relativität, die absolute Entfaltung der Einzigartigkeit möglich als Erlebnis. Es gibt keine zwei verschiedenen Schneeflocken, es gibt keinen Moment, der gleich wäre. Alles ist einzigartig. Das eine ohne Zweites in seiner absoluten Einzigartigkeit sich in unendlichen Perspektiven und Erlebnissen selbst reflektierend erfahrend und doch immer vor jeder Erfahrung und Nichterfahrung verweilen als der absolute Frieden, der nie gestört wurde durch irgendein Erlebnis von Trennung oder was auch immer. Liebe und Verständnis.